Kühlschrank bekommen. Oh, war ja. Okay, da fehlt nicht viel. Kurve ist gefährlich mit dem Double Trailer. Okay, wir warten lieber. Ich hab noch eh wieder alle abbiegen. Was ist der da? Oh, oh, weia. Dürfte passen. Tatsache. Hat man die ganze Zeit das Fusel vor der Nase und sieht's nicht. Also Hafen und Flughafen direkt beieinander, mehr oder weniger. Aber das direkt hier vor den Landebahn, das ist ja auch. Die Startbahn. Ja gut. Wenn man auf die Bremse drückt, dann kommt man auch nicht mehr voran. Das fährt auch schon mal direkt das nächste Flugzeug. Brauchst du mal 6 zum Starten an. Ne, da vorne ist es ja. Jetzt oder nie. Hä? Gestern haben wir aber definitiv hier in dem LKW so ein Autopass-Transponder drin. Dürfte es zumindest sein. Dürfte in dem kleinen, ja, kleinen, nein, vorzeitigen Gerät versteckt sein. Mal nicht alle Tage, dass er dann zum richtigen Zeitpunkt ein Flugzeug startet. Nachdem er erstmal bemerkt hat, dass er am Flughafen ist. Weil das Flugzeug, was direkt vor einem war, nicht auffällig genug war. Okay, gleich wieder runter auf 30, sag ich schon, auf 60.
bereiten wir uns schon mal ein bisschen davor vor. Kann man noch ein bisschen besser sich darauf vorbereiten als auf Ampeln, die plötzlich auf Rot springen. Und da wieder Cops hinter uns sind. Ich weiß auch, warum sind die hinter uns? Warum? Als ob die wissen, okay, da vorne ist ein LKW, direkt hinten dran setzen, der wird zu schnell fahren, ich weiß es ganz genau. Glück muss man haben. Lassen wir uns mal ausrollen auf die 50 Kilometer pro Stunde. Wir wollen doch guten Eindruck bei den Cops hinter uns hinterlassen. Gar nicht mit uns. Scheint so. Die nächsten werden bald folgen. Das ist bestimmt ein fliegender Wechsel, weil wir dem nichts mitbekommen. Also. Naja, zumindest so, dass man nicht merkt, was dann plötzlich wieder neue Kopf sammelt. Aber erstmal fahren wir auf der E5, E6. Rote Ampel. Ah, diesmal nicht. Oder halt auch die 18, das kann natürlich auch sein. E39. Okay. Ja, E39. Was auch immer, dass das davor war. Zum Glück ist die Ampel immer rot und wir müssen dann auf grün warten oder wollen halt mit 15 km pro Stunde an. Das heißt, wir sind nie bei über 70 hier. Und da wir sowieso nicht schnell fahren, also nicht über dem Tempolimit fahren. Halt immer noch eine Toleranzzone. Passt das.
Bremsen müssen glühen. Und den ständigen Gas geben, bremsen, Gas geben, voll in Eisen gehen. Irgendwie erwarte ich hinter jeder Rechtskurve eine Baustelle zu viel. Obwohl er ja eigentlich über drei Schilder forschen, kommt die halt doch plötzlich unerwartet hinter der Kurve. Wo man ja eigentlich voll nicht mitrechnen muss. Aber der Iveco, der bremst gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so gute Bremsen hat. Hat er bei dem Volvo ja doch ordentlich Probleme gehabt immer. Warum auch immer. Wir fahren jetzt auch nicht gerade wenig. Okay, doch. Also, was heißt doch. 10 Tonnen weniger als das Maximum heute war, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Gut, zieht natürlich jetzt nicht so, schiebt nicht so weit den. Zu erwarten passiert das natürlich doch. Unfassbar. Ui, ui, ui. Nee, das wäre woanders entfernen. Warum auch immer Polaris Lines zusammengeschrieben wurde. Das sind noch eigentlich zwei Wörter. Polaris Lines und nicht Polaris Lines.
Das heißt, wir fahren gleich von Hirtshals nach Frederikshafen und dann von Frederikshafen übersetzen nach Schweden. Okay. Da war ja was mit Hirtshals und Double Trailern. Allerdings zum Glück jetzt nicht so gravierend, dass wir uns nach vorne setzen müssen. Und nicht so gravierend, dass wir wieder keinen Schaden bekommen haben. Also all noch im Moment wissen wir übrigens haben. Schon gar nicht gefahren. Ich dachte, wir sind jetzt in Hirtshals. Okay, wir fallen nach Friedrichshafen. Also. Warum auch immer würde ich den direkten Weg nehmen, aber. Der direkte Weg wäre wahrscheinlich über Strand. Und den dürfen wir nicht fahren. Feder. Na, oh, ich dachte, er fährt. Wir sind was Besseres, wir fahren einfach. Okay, dann fahren wir wieder auf die E39. Akzeptiere ich jetzt mal. Das ist die E39 in Dänemark. Eher Autobahn ist als Landstraße. Im Gegensatz zu Norwegen. Oder? Ich mein schon. War ja ein Kurzvergnügen. Aber wir fahren ja eh noch ein. Wir fahren ja doch gar nicht mehr so viel, wie ich dachte. Wir fahren ja noch ein Stückchen in Schweden. Schon wieder.
auch überall. Und gehen dann auf die Nerven. Ist auch schon unsere Fähre. Wir müssen sie nur noch kriegen. Ist das unsere Fähre? Nee, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Müssen wir, oder? Ja. Ich wollte schon ganz sagen, sieht ein bisschen komisch aus. Okay, diesmal passt das. Danke, Cops. Zumindest nicht jede Ampel. Nach Göteborg wollen wir, oder? Wir wollen so direkt nach Göteborg. Oh, dieses gute Gedächtnis. Ja, direkt. Dann hätten wir nicht nach Oslo fahren sollen. Oh. Na gut, so weit fahren wir in Schwägen wirklich nicht, ne? Geld, 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 Geld. Und EP natürlich auch.